Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ist es noch normal, wie oft wir zum Handy greifen? Sicherlich hat sich jeder der fast inzwischen 60 Millionen Menschen in Deutschland, die ein Smartphone besitzen, diese Frage gelegentlich schon mal gestellt. Das Handy ist allgegenwärtig. Beim Abendessen mit Freunden werden E-Mails gecheckt. Es wird gegoogelt, in Facebook nachgeschaut, was Freunde denn so posten oder direkt über WhatsApp schreiben. Alles nicht so schlimm, könnte man meinen. So ist das halt im Zeitalter der Digitalisierung. Mein heutiger Gast vertritt da eine ganz andere Auffassung. Vielleicht? Er hat das Thema intensiv erforscht, auch ein Buch darüber geschrieben und sagt: In den letzten 6 Jahren haben Smartphones unser Leben völlig verändert. Unser Handykonsum wirkt sich bereits jetzt negativ auf unsere geistige Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit aus, macht uns unglücklich und unproduktiv. Und er meint, ja, vielleicht schon fast ein wenig resignierend, wir, die Generation iPhone, und unsere Kinder, die Digital Natives, seien dem Handy längst verfallen. Stoff für ein extrem spannendes Gespräch. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dr. Alexander Markowitz. Hallo. Ja, herzlichen Dank, Herr Markowitz. Wir sind hier auf dem Campus for Controlling, einer Veranstaltung der WHU, Otto Beisheim School of Management. Und in diesem Jahr, da haben wir hier über die Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmen gesprochen und über Digitalisierungsstrategien für das Controlling. Und da gehören natürlich auch die Geräte dazu, sozusagen auch die Hardware, mit denen Digitalisierung quasi ja auch erst möglich ist oder mit möglich ist. Jetzt sagen Sie, wie wir heute das Smartphone nutzen, wie wir es verwenden, das sei nicht mehr normal. Unser Umgang mit dem Handy mache uns aber sogar krank. Und ja, vielleicht die erste Frage, woran machen Sie das fest, diese These? Ja, also um eins ein bisschen, glaube ich, das ein bisschen Perspektive zu rücken, vorneweg. Digitalisierung ist sicher was, das ist noch viel, viel größer. Ja. Also was wir hier nur sehen, ist eigentlich nur so ein Horizont, ein Schimmern am Horizont, das sind die Handys. Was natürlich erstaunlich ist, wie schlecht wir das hinbekommen haben in den jetzt, keine Ahnung, mittlerweile über 10 Jahren. Wir haben so 2012 uns eigentlich angefangen, damals war ich noch an der Uni Bonn, uns anzusehen, also irgendwie ist die Welt jetzt anders. Wir kommen zum Bus, die Leute gucken anders, bei der Arbeit ist anders, die Frau ist anders. Und Handys haben unser Verhalten verändert und wir wollten das gerne studieren, weil wir da als evidenzbasiert, wir haben einen wissenschaftlichen Anspruch an uns selber, da nicht nur Geschichten zu erzählen. Mhm. Also haben wir das gemacht, was der Informatiker immer auf sich fragt, ist eigentlich nur, was würde Google machen? Und die Antwort ist, dann gibt es umsonst eine App, die Leute bezahlen mit ihren Daten. Google geht dann, verhökert die an Dritte, das fanden wir nicht gut, aber die erste Hälfte haben wir verstanden, also sind wir hingegangen, haben gesagt, hier ist eine App, die sagt euch, wie lange, wie häufig, welche Kontakte, welche Apps, das ist die Waage für die digitale Diät. Und die Daten landen auch auf dem Server und da können wir das studieren und wir sagen denen das und dann Ethikrat und Informed Consent und so weiter. Das Ganze total sauber. Und die haben sich selbst gebaut, die App? Ich war damals Juniorprofessor an der Uni Bonn. Das haben meine Studenten, Mitarbeiter haben das gebaut. Und wir sind dann 2014 im Januar sind wir damit raus. Und dann war die Welt anders. Also das war für mich, das hat meinem Ego unglaublich gut getan.
Ich habe nonstop Interviews gegeben. Mhm. Und das war nicht, nicht weil ich jetzt irgendwie sowas Tolles gemacht hätte oder so, sondern im Grunde genommen, was eigentlich passiert war, ist, dass ich da in einer sehr kurzen Zeit ein enormer Gesprächsbedarf aufgestaut hat. Mhm. Und zwar sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Basis. Und der hat sich an uns auskristallisiert. Mhm. Das heißt, wir hatten Titelbild Köln Express, RTL 2 Nachrichten am ersten Abend, RTL Nachtjournal, 25-jährige Jubiläumssendung, nach der ersten Folge des neuen Dschungelcamps, angeteasert, Uniborn, mhm, total spannend, bleiben Sie dran. Da ist der Server sofort warm geworden und ausgegangen. 2,5 mhm Millionen Leute haben gedacht, oh, das ist selber, geh ich mal gucken. Damals habe ich nur Interviews gegeben, mhm, heute immer noch. Wie gesagt, meinem Ego hat das sehr gut getan. Wir haben aber vor allem damit so knapp 600.000 Leute mittlerweile auf diese Plattform, weil es einfach so ein enormes Medienecho hat. Mhm. Und haben da quasi gesehen, was macht der Mensch eigentlich mit seinem Handy. Also das war alles noch, bevor Sie es gemessen haben. Das war, um es publik zu machen, um Leute dazu zu bewegen, diese App runterzuladen. Habe ich das richtig verstanden, diese Presseaktion? Das war parallel. Ja. Wir haben die App gelauncht und haben dazu, das war lustig, wir mussten die Presseabteilung der Uni Bonn überreden, diese Pressemitteilung rauszuschicken. Die haben gesagt, das ist doch noch nicht mal eine richtige Nachricht, das interessiert auch keinen. Das war wahrscheinlich der größte Presseaufschlag, den die in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Und da haben sich also ganz viele Leute diese App runtergeladen und haben es zugelassen, sozusagen haben sich an ihrer Studie beteiligt, ja, und es zugelassen, dass das Nutzerverhalten dieser Menschen, die sich an der Studie beteiligt haben, letzten Endes gemessen wird. Nutzerverhalten heißt, wie oft nehme ich das Handy in der Hand, wie oft entkopple ich es, welche App gucke ich mir an, wie tief ging diese Informationssammlung? Also ungefähr bis auf das Level. Also was wir nicht machen könnten, wollten, ist irgendwie in die Inhalte reinzuschauen, also was in den Apps passiert, sondern einfach zu wissen, welche App ist vorne und ist das Gerät ein oder aus. Das heißt aber auch, wir haben jetzt nicht, also so sagen wir, Musik hören wird nicht gezählt, sondern es ist wirklich haptisch-visuelle Interaktion mit dem Gerät. Okay, und jetzt haben Sie ja beispielsweise gemessen, dass ein Mensch im Durchschnitt ca. 2,5 Stunden am Tag, wenn ich es richtig gelesen habe, vor seinem Handy verbringt. Kinder, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger, wo vielleicht dann man sagen muss, das vielleicht sogar dann sogar noch bedenklicher, nämlich 3 Stunden haben sie da richtig gemessen. Jetzt klingt das natürlich auf der einen Seite nach viel Zeit. 2,5 Stunden, 3 Stunden am Tag nur vor dem Handy ist eine Menge. Auf der anderen Seite könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, die Geräte haben sich aber auch verändert. Viele tragen heute gar keine Uhr mehr, lesen vielleicht, das machen ganz viele, gar keine Tageszeitung mehr, sondern eben die Nachrichten auf dem Handy, lesen auch keine Bücher mehr in Buchform, in Papierform, sondern lesen das auf dem Handy vielleicht nicht unmittelbar, aber vielleicht auf einem anderen Device, was etwas größer ist, haben kein Walkman mehr, sie haben das Thema Musik angesprochen, haben auch kein Kalenderbuch mehr. Wenn man das jetzt alles bedenkt, relativiert sich dann möglicherweise die Zeit wieder, weil einfach diese 2,5 Stunden schon immer da waren, nur auf verschiedene andere Geräte, auf unterschiedliche Hardware in der Vergangenheit verteilt war? Also das erste war die Frage, also rein subjektiv, gibt es da einen Leidensdruck? Wenn Sie einen Leidensdruck haben, dann ist schon was im Argen. So. Mhm. Und das war eigentlich sehr erstaunlich, als wir losgelaufen sind, gerade für Deutschland, dass wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, mit ganz vielen Leuten geredet und erstaunlicherweise, die wollten nicht auf andere zeigen, sondern die wollten eigentlich über sich selber reden, sagen, wenn ich ins Wohnzimmer komme und da ist meine 4-jährige Tochter, wieso habe ich ein Problem, der Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich die Kiste in der Hand habe. Mhm. Das Problem haben wir jetzt nicht irgendwie erfunden oder so, sondern die Frage, ob das ein Problem ist, haben wir quasi einfach durch den medialen Ansturm im Grunde genommen geklärt. Da muss man auch insgesamt ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin jetzt 42. Das ist immer so die Phase im Leben, wo man sich für die Krönung der Schöpfung hält. Also quasi vom Einzeller bis zum Affen und dann bis zu mir und nach mir kommen nur noch Idioten.
Und dann kommen dann Lesesucht und Fernsehsucht und so. Also es war immer eine Generation, die der nächsten Generation sagt, haltet mal ein bisschen Abstand, sodass wir hier das noch ein bisschen besser genießen können. Mhm. Und da hatte ich riesen Angst, da reinzutappen und auch zu moralisieren. Also das liegt mir auch gar nicht. Das heißt, wir haben nie versucht zu sagen, pass mal auf, das ist eine gute App oder das ist eine schlechte App oder das ist verwerflich, aber Lesen ist in Ordnung, aber das und das ist Spielen ist nicht in Ordnung, sondern wir haben einfach versucht, die Struktur des Tages zu messen. Mhm. Und wie unabhängig von den Inhalten, die da drin transportiert werden, um zu schauen, wie hat sich unser Alltag geändert. Mhm. Ja. Okay, das heißt also, zu diesem Thema sind das verschiedene Geräte, lassen sich schlicht einfach gar keine Aussagen machen, weil sie es gar nicht gemessen haben. Man könnte es vermuten, dass es so ist, aber gemessen worden ist es nicht. Wir können das schon messen. Wir sehen ja, welche Apps genutzt werden. Mhm. Und das ist nie die Theaterkarten-Kauf-App, sondern es ist ganz klar, das ist WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat und so. Die Frage ist schon schwierig und eigentlich ist sie gar nicht so interessant. Mhm. Also wenn Sie sich so eine App anschauen wie E-Mail, ist das eine gute App oder eine schlechte App? Mhm. Also, keine Ahnung, irgendwie ist E-Mail schon gut. Ja, wahrscheinlich. Aber dann sehen Sie Leute, die im Minutentakt ihr E-Mail-Konto checken, ob da irgendwas passiert. Und jetzt sagen sie, aha, jetzt ist es bedenklich. Und eigentlich genau da merken sie, dass mir der Inhalt wirklich egal sein kann, sondern dass wir stattdessen einfach über die Struktur des Tages reden müssen, die sich daraus ergibt. Okay, bleiben wir vielleicht beim Stichwort E-Mail, das Sie jetzt gerade angesprochen haben. Dann stellt sich ja auch die Frage, was bedeuten die Ergebnisse, und wir haben jetzt ganz wenige Ergebnisse nur angesprochen, jetzt für Unternehmen, aber vor allen Dingen auch natürlich für die Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Wenn wir über das Thema E-Mail sprechen, da stelle ich inzwischen fest, ein Phänomen möglicherweise, dass manchmal die Reaktionsdauer mancher Menschen, auch im Business, auf eine E-Mail fast die eines Briefes per klassischer Post ab. Teilweise ja, wird schon überhaupt nicht mehr zeitnah auf E-Mails geantwortet. Vor lauter digitaler Überlastung, Überforderung, Unorganisiertheit, oder sagen Sie, und Sie haben es jetzt schon gesagt, hey, das wäre super, sagen Sie, das ist genau die richtige Reaktion, um sich selbst zu schützen? Also ich dachte eher, dass E-Mails immer kürzer werden und dass es eigentlich so im fließenden Übergang zu Messenger wird. Ich schreibe eine zweizeilige E-Mail und bekomme innerhalb von wenigen Minuten eine zweizeilige E-Mail zurück. Mhm. Wobei, ich habe da keine Zahlen. Also das könnte wahrscheinlich sogar mal, also in einem Unternehmen könnte das mal jemand untersuchen, wie denn seine E-Mails im Unternehmen verschickt werden. Was wir, glaube ich, sehen, also das, was aus unseren Studien im Grunde genommen rauskommt, das ist so eine Fragmentierung des Alltages, quasi durch dauernde Unterbrechungen. Die Frage ist, wie kommt man da raus? Also wie kann man die Unterbrechung wie kann man den Alltag wieder defragmentieren und in längere zusammenhängende Sinneinheiten überführen? Und da landen Sie bei zwei Punkten, das sind Sie selber. Also irgendwas checken zu müssen. Und das sind Ihre Freunde und Kollegen, die Ihnen irgendwas ins WhatsApp reinreichen, was jetzt bei Ihnen pingt und Sie bei dem unterbricht, was Sie eigentlich gerade machen würden. Und tatsächlich, wenn wir da die Frequenz der Nachrichten, die wir uns da zuschicken, irgendwie ein bisschen reduzieren würden und längere, kohärente Mails schreiben würden, anstatt da irgendwie Ping-Pong zu spielen, dann würden wir uns tatsächlich deutlich entlasten gegenseitig. Okay. Bleiben wir noch kurz bei E-Mails. Bleibt jetzt wirklich bei E-Mails und nicht bei WhatsApp-Nachrichten, die vielleicht wirklich Ping-Pong sehr, sehr häufig sind, oder iMessage-Nachrichten, sondern E-Mails, die vielleicht auch kurz sind, aber die jetzt nicht unbedingt auf Ping-Pong ausgelegt sind. Jetzt ist Kommunikation und gute Kommunikation, und das gerade im Vortrag gehört, für Sie natürlich auch ein Thema. Wie kann man Kommunikation auch effizient machen? Wie kann man sie gut machen, gut gestalten in der heutigen Zeit?
Wird es nicht auch schwierig, wenn wir auf der einen Seite ein Medium haben, eben ein hochdigitales Medium E-Mail, was eine sehr, sehr schnelle Aktions- und Reaktionszeit ermöglicht, aber der andere sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass der andere ja die, ich will nicht sagen Regeln, aber die Möglichkeiten dieses Mediums nutzt? Kann es dann in der Kommunikation nicht auch schwierig werden? Heißt vielleicht nochmal andersherum gefragt, ich könnte ja auch sagen, und das mache ich beispielsweise persönlich für WhatsApp, ich mache kein WhatsApp und dieser Kanal, das wissen alle Leute um mich herum, das ist für mich kein Kanal der Kommunikation. Ich habe das zwar auf meinem Handy drauf, aber ich nutze das nicht aktiv, um zu kommunizieren. Und das ist auch so. Das heißt, da kann es durchaus passieren, dass mir jemand das schreibt und dann lernen muss, dass ich auf der Schiene nicht kommuniziere. Wäre es hier an der Stelle nicht einfacher zu sagen, und wir bleiben jetzt mal bei den E-Mails, statt nicht zu reagieren und zu sagen, so wie Sie gerade gesagt haben, wäre doch super, wenn es so wäre, dass der nicht reagiert, dass der sich da besser organisiert und vielleicht auch sogar selbst schützt, dass man dann sagt, ich lehne dieses Medium komplett ab, provokativ gefragt. Nee, das Medium an und für sich ist super. Smartphones an und für sich sind super. Wir haben da enorme Möglichkeiten, ohne Kosten im Grunde genommen, zu sehr geringen Kosten, und wir wären schön blöd, wenn wir darauf verzichten. Die Herausforderung liegt eher darin, irgendwie sagen wir, einen vernünftigen oder einen gesunden Umgang damit hinzukriegen. Das geht nur leider mitunter nicht alleine. Das heißt, wir hatten im Grunde genommen in den 80er Jahren, da war das ganz klar, zwischen 12 und 3 ruft man die Leute nicht an. Also die Notwendigkeit einer gegenseitigen Rücksichtnahme, sich geistig zu erholen und wieder leistungsfähig zu werden. Und da ist nicht die Polizei vorgefahren. Das war kein Gesetz irgendwie, nicht verhaftet worden, sondern es war dann klar, sie sind ein Arschloch, wenn sie da irgendwie die Leute zwischen 12 und 3 stören. Und das ging weiter, also während der Tagesschau und während der Sportschau und so weiter hat man auch nicht angerufen. Und im Grunde genommen, das ist relativ unaufgeregt. Was passiert ist, da ist uns die Kommunikationstechnologie ist der Etikette quasi oder der Kulturtechnik davongelaufen. Es hat sich schneller entwickelt, als wir eine Etikette nachziehen konnten. Und die Frage ist jetzt, wir sind jetzt quasi in so einem, sagen wir, anarchistischen Zustand. Kann ich Ihnen morgens um 3 eine WhatsApp schicken? Ja, klar kann ich das. Kann ich mich, eine Reaktion erwarten. Kann ich, ja genau, jetzt sehe ich, also ob Sie die öffnen oder nicht, das ist ja prinzipiell Ihnen überlassen, aber ob die Schule brennt, wissen Sie natürlich erst, nachdem Sie jetzt reingeschaut haben. Und nachdem Sie jetzt reingeschaut haben, sehe ich 2 blaue Häkchen, der hat das jetzt gesehen und er hat seit 10 Minuten immer noch nicht geantwortet. Hat er mich noch lieb? Also lebt er noch eigentlich? Und also wenn Sie eine Stunde später antworten, ist das in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn Sie einen Tag oder eine Woche später antworten und die Antwort ist keine Ahnung. Also wir sind quasi in mehr oder minder anarchische Zustände gelaufen. Und die große Herausforderung liegt jetzt da drin, quasi eine Kommunikationsetikette hinterherzuziehen, die insbesondere in den Unternehmen, die wir einsetzen, auf eine Art und Weise, dass wir besser kommunizieren als früher, also effektiver, und gleichzeitig eine Rücksicht aufeinander nehmen und uns nicht geistig irgendwie in den Wahnsinn treiben. Okay, jetzt hatten Sie eben noch mal einen ganz anderen Aspekt angesprochen, nämlich das Thema, ja, das auch damit natürlich zusammenhängt, der ständigen Unterbrechungen. Ein Ergebnis der Studie war, dass wir alle 18 Minuten, also jede Viertelstunde quasi, zum Handy greifen, um irgendwas zu checken. Bei manchen Handys, auch bei uns im Büro, sag ich mal, sind manchmal sogar so kleine Alarmsignale getriggert, wo dann irgendwelche Apps irgendwelche Nachrichten anliefern und dann hört man das immer brummen, weil das irgendwo scheinbar für diesen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wichtig ist, hier immer sofort ein Signal zu halten, wenn irgendwas passiert. Heißt das jetzt für ein Unternehmen, das konzentriertes Arbeiten, und das ist natürlich eine ganz spannende Frage, eine Aufgabe für ein Unternehmen quasi über eine längere Strecke fast gar nicht mehr erfolgt. Damit vielleicht auch, wenn man es jetzt sehr provokant formuliert, der Arbeitnehmer seine Leistung in gewisser Weise schuldig bleibt, in Anführungsstrichen, nur weil er ständig irgendetwas auf seinem Smartphone, auch private Dinge, checkt. Was bedeutet das für die Produktivität?
Also die Schuldfrage muss man davon abkoppeln. Ja. Es ist nicht klar, ob der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber schuld dran ist, dass diese vielen Unterbrechungen stattfinden. Aber die Unterbrechungen eliminieren de facto die Produktivität. Also das ist quasi Flow-Theorie, Csikszentmihalyi 70er Jahre. Mhm. Flow als gerichtete Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit, in der man dann aufgeht und dann sowohl ein großes Glücksempfinden hat, als auch zu ganz unglaublichen Leistungen kommt. Mhm. Also der hat Freikletterer, Ballerinas angeguckt, aber auch Schachspieler und Chirurgen. Also im Grunde genommen, was jetzt passiert ist, dass sie es quasi nicht mehr schaffen, jemals in diesen Flow reinzukommen, weil kurz wenn sie da versuchen einzutauchen und sie können den eigentlich schon riechen, sie sind kurz davor, jetzt in diesem Zustand anzulangen, katapultieren wir sie raus, indem irgendwas aus ihrem Handy piepst, da hat ihnen irgendjemand irgendeine Nachricht geschickt. Mhm. Oder sie haben selber was gecheckt, weil das Handy nur in Armlänge lag. Mhm. Und das ist sehr erstaunlich und man muss auch sagen, das ist für die Unternehmen auch ein bisschen, sagen wir, wahrscheinlich beschämend. Mhm. Wenn wir in die Produktion reingucken, dann können Sie gerne versuchen, da nochmal 1,5% effizient rauszugewinnen. Mhm. Es geht nicht. In der Produktion einer Drosselklappe bei Conti, das ist optimiert, das ist am Ende. Also das ist super, super, super durchkalkuliert. Mhm. Und jetzt gucken wir uns die gesamte geistige Arbeit im Unternehmen an und wir merken, das sind total chaotische Zustände. Wir haben noch nicht mal, dass wir was optimieren, wir haben noch nicht mal Prozesse. Mhm. Wir schicken die Leute irgendwie rein und hoffen, dass die irgendwas machen. Mhm. Ja, das ist so, als ob Volkswagen irgendwie vorne Schraubenzieher austeilt und hofft darauf, dass hinten Golf 7 irgendwie vom Band fährt. Mhm. Und also da muss man auch sagen, tatsächlich in Deutschland, dass eigentlich HR seiner Aufgabe nicht gerecht wird. Mhm. Vielleicht, weil man sie auch nie gelassen hat. Aber HR macht im Grunde genommen vorne Recruitment und danach Rentenbuchhaltung. Also es findet kein aktives Management der Ressource Mensch statt. Also die Frage, wie kann ich sie mit Prozessen, Umgebung, Kommunikationsetikette so unterstützen, dass sie jetzt auch eine hohe geistige Leistungsfähigkeit haben. Mhm. Das gibt's gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, wenn ich jetzt zweimal bei Ihnen an der Bürotür vorbeigehe und ich sehe Sie da sitzen beim Nichtstun, dann frage ich mich schon, ob wir Sie noch brauchen. Mhm. Also Sie kommen im Grunde genommen eigentlich nicht zum, Sie sind Wissensarbeiter, kommen aber eigentlich nicht zum Nachdenken, weil Sie jetzt so eine Art quasi Aktionismus vorschützen müssen, um irgendwie Ihre Existenz in der Firma zu rechtfertigen, wenn Sie eigentlich gerade dabei waren, was wirklich Großartiges auszudenken. Mhm. Wir reden natürlich auch gleich noch später noch darüber, was jetzt ein Unternehmen tun kann, was eine HR-Abteilung möglicherweise tun kann, weil das Spannende ist ja, die Handys einsammeln und wegnehmen ist wahrscheinlich auch überhaupt keine Lösung, weil das natürlich komplett als Bevormundung empfunden wird. Reden wir vielleicht aber später darüber, was das für Lösungen sein können.